Abzug von Steuer, dies, das, jenes und so weiter. Ne? Dann habe ich letztendlich, was mir dann unterm Strich übrig bleibt, soll knapp 20.000 sein von den 36.000. Werden wir mal sehen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne? Wenn du Meister bist in einer Disziplin, werde zum Schüler in einer anderen. Zitat 1862, Gerhard Hauptmann. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Coaching und Consulting Services. Und ich dachte immer, dieses Zitat wäre von Konfuzius oder irgendwo ein asiatisches Zitat, weil überall im Internet, wenn du es suchst, steht dort ein asiatisches Zitat, aber in Wirklichkeit war es von Gerhard Hauptmann 1862, also einem deutschen Schriftsteller. Warum möchte ich heute über dieses Zitat sprechen? Weil in meiner Videoserie, warum du scheiterst oder auf der Stelle trittst und nicht weiterkommst in deinem Leben oder in deinem Business oder was auch immer du für Ziele hast. Natürlich brauchst du erstmal ein Ziel, ich sage das immer wieder, ganz wichtig, zu wissen, wo deine Sollzustand ist, ja, denn nur dann kannst du dort auch anlangen. Das heißt aber nicht, dass du quasi nicht iterativ sozusagen auf dem Weg dorthin natürlich stetig lernst. Ja, das heißt, dein Sollzustand, auch der kann sich mal ändern, aber wichtig ist, dass du mal einen hast, ja, dass du überhaupt weißt, also ohne Ziel geht gar nichts. Ne? Also ist schon klar, dass sich die Ziele auch mal ändern können. Oder sagen wir mal so, die Ziele können sich anpassen über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und desto größer die Ziele oder desto weiter weg zeitlich gesehen sind die Ziele sind. Na, es gibt natürlich ganz kurze Ziele, täglich, stündlich, minütlich und monatlich und wöchentlich und jährlich und natürlich dann die ganz große Vision, wo du dich in 10 Jahren oder was weiß ich siehst. Ja, ich persönlich war nie einer, der so unglaublich lange vorher geschaut hat. Na, das war vielleicht auch zu früheren Zeiten meiner Eltern vielleicht auch noch möglich, dass man 30 Jahre in die Zukunft planen konnte. Meiner Meinung nach ist es heutzutage sowieso überhaupt ganz unmöglich. Und von daher war ich eigentlich schon immer so gepolt, dass ich nie weiter wirklich in die Zukunft geblickt habe, wie 2 bis 3 Jahre oder 5 Jahre maximal. Und von daher, das war bei mir de facto schon immer so. Auch schon vor 20 Jahren habe ich dann nicht weiter gedacht. Was natürlich auch, sagen wir mal jetzt, eher ein Nachteil ist, wenn es darum geht, langfristige Geldanlage. Aber das soll nicht das Thema für dieses Video sein. Also, du brauchst deinen Zielzustand, ja, du brauchst ein Ziel, ne, deinen Sollzustand und du musst natürlich auch wissen, wo dein Istzustand ist. Darüber musst du dir auch bewusst werden und dann einen Weg finden, wie du dann quasi von A Ist zu B Soll Zustand kommst. Und auf dem Weg und sozusagen auf diesem Weg dahin, wenn sich Leute auf den Weg machen, kommen viele Menschen nicht weiter. Ich inklusive komme immer wieder an so Punkten, wo ich einfach nicht weiterkomme. Letztes Jahr war bei mir zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach vom Geldverdienen mal wieder sprechen wollen, einfach auch so ein, sagen wir mal, so eine Hürde, so ein Stolperstein, wo ich knapp 20.000 im Monat gemacht habe, netto und dann ja, und dann bin ich auch quasi, dann war ich also so landunter mit allem und habe auch nicht gewusst, ich hätte locker mehr machen können. Ja. Ich hätte locker 30 machen können. Ich war letztendlich auch so ein bisschen im Momentum und es gab ein paar Business Opportunities, wo ich ja locker 30, 35, wahrscheinlich, vielleicht sogar noch mehr, wenn ich ein Team dann mir genommen hätte oder ja, mehr Risiko gegangen wäre und das hätte auch höchstwahrscheinlich funktioniert. Jetzt im Nachhinein bin ich immer schlauer und deswegen habe ich mir das Ziel gesetzt, dieses Jahr, und zwar, sagen wir mal, das mittelfristige Ziel. Ich spreche jetzt von den nächsten 3 bis 6 Monaten, also nicht mal genau das ganze Jahr, sondern nur die nächsten 3 bis 6 Monate, dass ich 36.000 Euro im Monat netto machen möchte. Und das ist für mich ein ambitioniertes Ziel, aber immer noch, sagen wir mal, so im Rahmen, dass ich ungefähr mit dem Wissensstand heute weiß, wie ich dorthin komme. Also wenn ich jetzt sagen würde, mein Ziel ist in den nächsten 3 bis 6 Monaten auf 100.000 Euro im Monat
netto zu kommen. Umsatz natürlich, ja, also das ist natürlich, das ist kein Gewinn. Dann wüsste ich wahrscheinlich noch nicht alle Dinge, die dazu notwendig sind, ja. Denn Wissen macht Umsatz, ist auch klar, ne? Gibt es so ein Buch. Aber die dazu nötig sind, auf 100.000 zu kommen. Ne? Also da muss ich ganz ehrlich zu mir selber sein. Aber 36.000 ist so, dass ich sage, ich könnte auch noch ein bisschen ambitionierter sein. Ich könnte aber auch weniger ambitioniert sein. Also es ist so ein gutes, ambitioniertes Mittelmaß, nenne ich das immer ganz gerne. Ja? Ein gutes, ambitioniertes Mittelmaß. Ich glaube, muss man das Licht hier ausmachen. Das ist dann besser insgesamt. Wo ich realistisch in den nächsten 3 bis 6 Monaten, wenn ich richtig mich bemühe, mich weiterentwickle, nicht nur Gas gebe, nicht nur fleißig bin, sondern mich auch quasi intellektuell von meinem Know-how her weiterentwickle. Ich habe jetzt diesen Monat knapp 10.000 Euro ausgegeben für Weiterentwicklung, Weiterbildung, ja. Drei Programme gleichzeitig, ja, also es ist ziemlich heftig. Und ich habe, also de facto im Januar werde ich nichts verdienen, ja. Aber ich gehe das jetzt einfach mal an und dann schaue ich mal, ob ich es in den nächsten 3 bis 6 Monaten schaffe. Und wohlgemerkt, 36.000 Euro sollen ein Durchschnittswert sein, ne? Also es kann sein, dass ich vielleicht dann mal einen Monat habe, wo auch ein bisschen mehr ist oder mal einen Monat, wo ein bisschen weniger ist. Aber ich möchte dann konstant, und das ist ja das Entscheidende, nicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einmal einen Monat 36.000 Euro gemacht. Ja, wow, ich habe heute Morgen auch eine mündliche Zusage bekommen von knapp 30.000 Euro. Ja, gut, das ist halt ein Vertrag, ne? Aber das muss natürlich konstant monatlich sein, ne? Das ist schon klar. Ja. Und warum? Weil dann letztlich nach Abzug von Steuer, dies, das, jenes und so weiter, ne, dann habe ich letztendlich, was mir dann unterm Strich übrig bleibt, soll knapp 20.000 sein von den 36.000. Wenn wir mal sehen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne? Also, weil du kannst natürlich 36.000 Euro Umsatz machen netto und dann 5 Leute einstellen, die jeweils 6.000 Euro kosten, dann bringen die 36.000 Euro Umsatz auch nicht viel. Ne? Also, ist schon klar, das Ganze muss streamlined sein, lean, Kanban und all diese Dinge, ne? Also so durchoptimiert, sodass mir natürlich auch entsprechend viel bleibt, egal wie viel oder welche Leute ich dann sozusagen einstellen muss oder und so weiter und so weiter. Ne? Das ist sozusagen das Ziel. Und wie komme ich dahin, indem man, und das ist jetzt eigentlich nur so nebenbei, das Video soll ums Online-Business-Coaching gehen zum Beispiel, wo du quasi, es gibt diverse verschiedenste Möglichkeiten, natürlich eigentlich fast zu viel schon wieder, was du an Optionen hast, wenn du ein bisschen rumgoogelst, ne? Also es gibt so viel Coaching und Zeug und Training und Kurse und alles Mögliche. Aber hier so elementar ein paar Tipps von mir, ja, von ganzem Herzen auch, wenn du auf der Suche bist nach so einem Online-Coaching. Ja? Schau, dass du, und die sind hier alle mehr oder weniger gleich aufgebaut, ja. Es ist immer so, dass du quasi da in den unteren, in Anführungsstrichen unteren Levels, natürlich gibt es dann auch irgendwo immer ein 1:1-Coaching, wenn du quasi fette Beträge hinblätterst. Ja, aber da bin auch ich noch lange nicht, dass ich sage, hey, ich gebe hier irgendwie, ich kaufe mir jetzt mal gerade keinen RS7 Audi, ne, ich gebe jetzt dem das für ein 1:1-Coaching oder sowas. Ne? Das ist für mich noch völlig utopisch. Das muss auch ohne dem gehen, dass ich hier 5-6-stellige Summen für irgendwelche Coachings ausgebe. Ja, also total Banane. Ja, das ist noch sehr weit weg. Und das heißt, du bist in Gruppencoachings und dort hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Es gibt viele Faktoren und ich habe mich wirklich die letzten 3-4 Wochen intensivst, ja, da reingearbeitet, was es für Coachings aktuell gibt. Und ich habe da viele Calls gehabt und alles Mögliche. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach zu sehen, welches Coaching für dich das beste Coaching ist, bis dass du dann tatsächlich im Coaching drin bist und tatsächlich die Videos guckst und tatsächlich die Live-Calls miterlebst. Von außen ist sehr, sehr schwierig. Warum? Weil die Coachings, die dir gegenüber Visibilität, also
Visibility, also quasi der Grund, warum du ein Coaching überhaupt findest online, ne? Also wo sonst? Oder vielleicht ein Freund erzählt dir davon oder so, aber der hat es ja auch wieder irgendwo gefunden, ja, online meistens. Ne? Ist ja das, weil sich ein Coaching-Programm gut vermarktet und verkauft. Es gibt natürlich mehrere Gründe, warum sich ein Coaching-Programm gut vermarktet und verkauft, weil es gut ist, weil es viel Marketing macht, ja, und entsprechend dann eine gewisse Größe hat und so weiter, weil es sehr gut ist, ja, es gibt also quasi diese Matrix, wo ich mal sage, sehr gut, teuer, schlecht, günstig, ne? Es gibt eben Programme, die sind gut und teuer, gut und günstig, und es gibt Programme, die sind schlecht und teuer und schlecht und günstig, ja, sozusagen diese SWOT-Analyse, ja, falls du das kennst von der Universität noch oder, na, egal, Management-Kurse, also diese Matrix, dieses Viereck, dieses geteilte Viereck, ne, wo du quasi links, rechts, oben, unten, also diese vier Felder hast, ja, und dann hast du diese, eben die Kombinationen daraus, die möglichen, 1, 2, 3, 4 Kombinationen daraus. Weil gut und günstig schließen sich ja gegenseitig aus, teuer und günstig, ja, und gut und schlecht schließen sich ja auch gegenseitig aus. Deswegen hast du nur 4 Optionen, ne? Also Kreuz und horizontal. Also es gibt Programme, die sind gut und günstig, schlecht und günstig, und es gibt Programme, die sind gut und teuer, gut und günstig, ne? Mit günstig meine ich jetzt nicht billig, ja, in der Regel. Ist schon auch klar, ne? Weil von nichts kommt nichts. Ja. Obwohl es gibt auch den einen anderen sehr guten Udemy-Kurs, ne? Und da kriegst du das manchmal für 20 Dollar nachgeschmissen. Aber da gibt es keine Live-Calls in der Regel. Ja? Und hier ein wichtiges Kriterium. Ich will das Video jetzt quasi in Serien aufteilen, weil sonst wird es echt zu lang und wer hat schon die Zeit, sich ewige Videos, stundenlange Videos anzugucken. Ist unter anderem auch ein Kriterium, wenn du ein Coaching hast, wo extrem lange Videos dabei sind, na, und so weiter. Aber egal. Heute will ich nur das Live-Calls. Das Kriterium im Live-Call. Und ganz wichtig ist, dass du auch immer schaust, dass du eine Rücktrittsklausel hast. Ne? Also wenn du quasi völlig daneben gelangt hast, ja, das kann ja auch passieren, ja, dass du dann einfach einen Stecker ziehst und sagst, ey, ich will da unbedingt raus wieder. Ne? Da hast du in der Regel 14 Tage gesetzlich, hast du die Zeit. Ich hatte mal vor 2 Jahren so einen Fall, da habe ich mir gedacht, hey, what the fuck, also was ist das jetzt? Da wäre ich auch noch blöd angemacht dafür, dass ich hier 2.000 Euro bezahle. Ja? Bin aber dann nicht rausgegangen, hätte ich vielleicht damals machen sollen, weil mir hat das Ganze eigentlich sehr wenig gebracht. Ja? In den Live-Calls bin ich nie dran gekommen oder vergessen worden oder was weiß ich. Ja? Also es war eigentlich waste of money, waste of time. Aber so gesehen auch wieder nicht, denn es war eine Erfahrung. Ja? Aber hier ein Kriterium in den Live-Calls ist, dass eine Grundvoraussetzung, jetzt komme ich wieder zum Anfang des Videos, dass du dich weiterentwickelst. Und das ist leider so. Was heißt leider? Es ist einfach so. Ich werde mich nicht weiterentwickeln können von dem Plateau, das ich letztes Jahr erreicht hatte, bei knapp 20.000 Euro netto im Monat, auf mein jetziges Ziel von 36.000 Euro, wenn ich mich nicht komplett öffne. Das heißt, du musst, um dich weiterentwickeln zu können, überhaupt als Mensch, egal in was, ob das jetzt ein Business ist oder persönlich oder was auch immer, und das hängt ja alles miteinander zusammen, musst du dich öffnen. Du musst dich quasi deine Schwächen analysieren, dich selber ehrlich zu dir selber sein, deine Ist-Situation analysieren und deine Schwächen angreifen und an denen arbeiten. Ja? Jetzt magst du sagen, naja, man soll die Stärken stärken und nicht die Schwächen versuchen zu stärken. Ja, ist schon klar.